Sind wir mal auf dem Revinzeit.tv-Server und ja, ich habe tolle Neuigkeiten. Und zwar bin ich jetzt Supporter bei einem Team, was gerade eine Mod entwickelt. Und zwar heißt das Team Visig Mod. Also diese Mod auch. Und ja, natürlich erstmal Link zur Page. Ist unten in der Beschreibung, sie ist noch nicht ganz fertig und der Mod ist auch noch nicht raus. Aber ich bin hier gerade mit einem Owner in der Runde, der kann leider nicht sprechen. Und ja, es gibt jetzt erstmal ein paar Infos zu dieser Mod. Und werde ich euch mal so ein bisschen vorstellen, ein bisschen reinschnuppern lassen, sage ich mal. Und Fragen könnt ihr natürlich auch in die Kommentare stellen. Die werde ich dann beantworten oder halt andere Leute aus dem Team. Vielleicht auch, wenn sie vorbeischauen sollten. Ja, zuallererst, diese Mod wird Minecraft 1.8 ein bisschen verschönern. Ein paar Animationen werden hinzukommen, natürlich auch Cosmetics. Und jetzt auch an alle Developer, die bei mir so gerade zuschauen. Ihr könnt euch gerne melden in den Kommentaren und dann werden wir euch Kontaktmöglichkeiten geben. Denn wir suchen gerade noch für diese Mod Developer. Und ich kann euch mal kurz die Voraussetzungen vorlesen. Upsala, bin ich gerade runtergefallen. Und zwar, ja, die Voraussetzungen sind folgende. Ihr solltet GUIs erstellen können. Natürlich auch Cosmetics, weil wir suchen gerade noch nach ein paar Ideen. Also Ideen könntet ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Da wären wir euch sehr dankbar. Ihr solltet ein Jahr Java-Erfahrung haben und ja, das reicht auch erstmal. Also das gerne in den Kommentaren melden. Und zu uns kommt, glaube ich, einer. Nee, doch nicht. So, das sind ja schon mal ein paar Infos, die ihr so habt. Viele kennen wahrscheinlich auch schon andere Mods, aber diese hier wird ganz spezial. Wir werden halt auch auf diese Kosmetikideen ganz besonders eingehen und versuchen sie natürlich auch gut umzusetzen. Und dann wird das Ganze auch natürlich eine Mod, die euch umso mehr interessiert. Ja, wenn du noch was hast, kannst du es gerne auch im Chat schreiben, natürlich. Wie gesagt, er kann halt leider nicht reden. Tschüss. Tschüss. Muss gerade auch, ne? Ja, ist egal. Hi. So, ja, jetzt habe ich mich gerade wahrscheinlich gerade einmal rausgecuttet. Ist egal. Jo, bei uns ist einer, ne? Ah, bin ich, okay. So. Ja, also. Jetzt habe ich erstmal alles genannt, was ich sagen wollte. Und ja, wir haben. Er regt sich gerade über meine Range auf. Haben bald auch einen TL, öffentlichen TS. Falls der schon öffentlich sein sollte, wird der natürlich in der Beschreibung sein. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Natürlich auch dort werden wir. Okay, er ist öffentlich. Also könnt ihr gerne vorbeischauen. Visigmod@voiceserver.me. Dort haben wir auch einen Support-Channel. Das heißt, falls ihr nochmal Fragen haben solltet, könnt ihr dort einfach in diesen Warteraum gehen und dann werden wir euch moven und dann könnt ihr euch uns natürlich die Frage stellen oder die Fragen stellen und wir werden euch sie natürlich ausführlich beantworten, dass auch alle Fragen geklärt werden. Und ja. Hoffen wir jetzt nur noch, dass wir diese Runde gewinnen. Sonst habe ich alles umsonst gelabert. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So. Aber wir sind natürlich bei die beiden Bed Wars Pros, vor allem das Dream Team. Uns kann einfach gar keiner schlagen. Wir können hier labern, wie wir wollen. Wir machen die Gegner einfach trotzdem platt. Das ist so eine Nebenbei-Aktion von uns. So. Das ist halt dieses Shop-System auf Revi. Damit komme ich noch nicht so ganz klar, aber naja. So. Gehen wir mal in die Mitte. Ist nur noch Team Gelb, der ist alleine und hat ihn gleich mit der Skin. Wird Ease, oder?
Du kannst halt einfach im Teamchat schreiben, dann brauchst du nicht immer in die Party. Okay, warte, der kommt. Oh, nein. Ich hasse diese Wände, die über mir sind. Mann. Ekelhaft. So. Ja gut, da hat er ihn auf jeden Fall nice weggehauen. Ja, wie gesagt, ihr könnt Ideen, Kosmetikideen in die Beschreibung schreiben. Ihr könnt euch als Developer melden und bewerben. Natürlich auch auf unserem TS vorbeischauen. Alles in der Beschreibung zu diesem Thema verlinkt und beschrieben. Und ansonsten wünsche ich euch noch so einen schönen Tag, schönen restlichen Tag. Macht irgendwas bei der Hitze draußen oder auch nicht, ist mir so ziemlich egal. Guckt YouTube, mache ich auch. Und ja. Ansonsten, hast du noch was zu sagen? Das müsstest du jetzt dann dir schreiben. Er hat nichts mehr zu sagen. Okay. Dann einfach bis zum nächsten Mal und tschüss mit dir.